die besten Freunde. Haben eine Menge Spaß, aber auch eine Menge Schwierigkeiten. Denn da gibt es eine Mutter, die sich nur um ihre Bronchien kümmert. Ich hab dir Rührei gemacht. Eine Mutter, die sich nur um andere kümmert. Pünktchen, es ist für einen guten Zweck. Es ist für arme Kinder. Ein Vater, der sich um nichts kümmert. Ist trotzdem dein Sohn. Ein Vater, der sich nur um die Herzen anderer kümmert. Du arbeitest doch selbst viel zu viel und du bist auch nie zu Hause. Aber klar, du bist der Mann. Und ein Kindermädchen, das sich nur um Männer kümmert. Wir beide, ganz nackig. Ganz nackig? Sitten wie bei den Hottentotten. Eine große Aufgabe für zwei Freunde. Du bist ein Dieb, Anton, mieser kleiner Dieb. Dann stirb doch, wenn du willst. Los, stirb doch. Es geht um Leben und Tod. Hat er nicht ein bisschen Geld übrig für einen armen Eisverkäufer? Oder muss ich dich erst entführen? Ich bin eigentlich nicht hergekommen, meinen Sohn zu verteidigen, aber er ist kein Verbrecher. Antwort das! Bleib stehen! Was soll das? Ich dachte nur, Sie würden gerne wissen, was Ihre Tochter alles träumt in der Nacht. Kinder sind dir doch ganz egal. Hauptsache, du kannst deinen neuen Sohn gut spazieren tragen. Die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Mit Juliane Köhler, August Zirner, Meret Becker, Sylvie Testud und Benno Fürmann. Elia Geisler als Pünktchen und Max Felder als Anton. Pünktchen und Anton.